Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Diesmal wieder als Überlebender. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auf meiner Facebook-Page oder bei Twitter oder bei Instagram schon gesehen. Ich habe von den Entwicklern von Dead by Daylight eine Antwort bekommen und habe sage und schreibe 8,8 Millionen Blutpunkte gutgeschrieben bekommen. Das war der Burner. Ich war 3 Stunden beschäftigt, um diese Punkte auszugeben. Und habe das auch genutzt, um mir tatsächlich Pogs freizuschalten. Also ich habe das nicht genommen, um jetzt ein paar Charaktere auf Prestige 3 zu bringen. Sondern tatsächlich, um mir so viele Perks wie möglich freizuschalten, wenn ich meinen nächsten Charakter auf Prestige irgendwas bringe. Der Nachteil daran, so viele Perks zu haben, ist einfach, dass es sehr wahrscheinlich nicht dazu kommt, dass man bis Stufe 50 die Perks auf Maximum hat, die man wirklich braucht. Musste ich erfahren. Also ich habe tatsächlich meine Mac Thomas auf Prestige 2 gebracht. Und die hatte Glück mit den Perks, die dann im Blutnetz waren bei dem zweiten Mal leveln. Aber meine Claudette zum Beispiel, die habe ich auf Prestige 1 gebracht. Die hatte nicht so viel Glück. Aber das macht nichts. Ich bin jetzt gerade dabei. Oh nein. Das ist irgendwas mit der Kettensäge und es kommt bestimmt gerade zu mir. Das klingt wie Hillbilly. Es klingt wie der Hinterwäldler. Oh. Oh. Ist wahrscheinlich auch der Hinterwäldler. Das ging aber schnell. Das ist immer kacke, wenn man. Wenn man der Erste ist, der erwischt wird. Scheiße. Doch nur den perfekten Skillcheck. Oder hatte jemand Brand New Parts mit? Oh. Oh, Prestige 3. Die zweite zu sein ist auch nicht cool. Ah, der hat bestimmt Barbecue und Chili. Hat er. Hat er. Der rennt so straight auf die zu. Mist. Ich hätte sofort wegrennen müssen, als er den anderen da am Haken hatte. Hallo. Shit. Ich hänge dann gleich noch eine Runde ran. Warum hat er denn nicht genommen? Er hätte einfach die andere nehmen können. Barbecue Chili ist so ein Assi-Perk. Also ich hänge dann noch eine Runde ran. Oh, das war die mich gerade eben geholt hat. Hallo. Tut mir übrigens leid, dass man meine Enter-Taste wahrscheinlich gerade so dolle hört. Aber ich habe immer Stress drücken. Gehen, vielleicht habe ich Glück.
I guess not. Kommt nicht zu mir. Ah, na gut. Ich rette dich. Halte durch. Halte durch. Oh, es rettet sich jemand anders. Ach du Schande. Oh Mann. 4 Sekunden, ok, ok. Wieso? Wieso? Ich weiß warum. Geh weg. Bitte geh weg. Ernsthaft jetzt, ich war über der beschissenen Mauer. Voll gemein. Dankeschön. Nein, lass mich dich heilen. Das hat so keinen Sinn. Dann hat er diesen Thanatophobia-Skill nicht. Da wären wir jetzt alle unglaublich langsam. Dankeschön. Ich glaube, ich habe eine Opfergabe geworfen, die mir Blutpunkte beim Überleben gibt. Haha. Bin aber nicht so fit im Überleben, wie ich gerade feststellen muss. Doch echt gemein. Ist er? Hätte gedacht, er kommt her. Oh, er kommt wahrscheinlich her. Warte. Er verlässt sich einfach auf Barbecue und Chili. Oh oh. Oh, oh, oh. Höhen an ist richtig. So ein Mist!
nicht hübsch aus. Oh, das war's für mich. Mhm. Also für so einen Killer, da bin ich nicht gut genug. Das war ja ein Monster! Mensch, du, ganze 5000 Punkte. Oh, Whispers hat er auch noch. Oh, das ist ja mies, ey. Whispers, für die, die es nicht wissen, macht, dass du, man bekommt als Killer so eine Soundbenachrichtigung, wenn ein Überlebender in deiner Nähe ist. Also das säuselt dir so ganz komisch ins Ohr. Das ist ganz merkwürdig. Oh, sie hat's geschafft. Abgefahren. Ich glaube nicht, dass dir das was bringt. Das wird dir nichts bringen. Oh nein! Oh, jetzt hat's aber Glück. Ist sie jetzt wirklich verloren? Oder nee? Da ist er. Da ist keine Palette! Oh. Ja. Nächste Runde. Wir spielen jetzt mal mit. Das kann ich nicht machen, weil ich meine Folgen nach meinen zu Überlebenden benenne. Wir spielen nochmal mit Mac Thomas. Ah, so ein Mist, ey. So ein Monster. Ich habe einmal mit Hillbilly gespielt, als ich Überlebende zersägen musste. Und das war ganz schön schlecht. Also, es ist unglaublich schwierig, den zu steuern. Dann hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, wie das mit dieser Kettensäge funktioniert. Man kann nämlich tatsächlich, also man muss nicht mit der lospreschen, um jemanden niederzusensen. Oder vielleicht doch, vielleicht hatte ich nur Glück. Sondern man kann auch, wenn man die ein bisschen geladen hat und die dann loslässt, der hat aber nur einen Ping. Na gut, dann nehmen wir einfach kein Zeug mehr. Dann kann man einfach trotzdem jemanden niedersäbeln. Nehmen wir hier one more chest. Na gut. Ich verstehe nicht, was sie reden. Lose my favorite. Ja, hau rein. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die Runde jetzt einen kleinen Ticken besser läuft und ich nicht sofort tot bin. Wirklich immer das Gleiche. Immer wenn der Ping so schlecht ist, dann wirft mindestens einer diese blutigen Luftschlangen. Ja, es heißt Luftschlange. Verrückte Welt. Obwohl man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass man jetzt gleich richtig derbe durch die Gegend leckt. Das sah jetzt bestimmt witzig aus. Aber ich muss mich mit meinem Stuhl immer mal wieder an meinen Tisch ranrollen. Weil ich durch meine verschiedenen Sitzpositionen immer mal wegrutsche. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der nicht lange die Beine auf dem Boden stehen lassen kann, sondern ich muss mich dann irgendwie in den Schneidersitz setzen oder wenigstens ein Bein hoch oder irgendwie so. Weil sonst ist es einfach unbequem.
es geht los. Oh, der Sumpf. Hm, wir könnten Glück haben. Der ist gut zum Verstecken. Oh, noch jemand. Hallo. Oh, geh weg von mir. Hast du dieses blöde Boot? Es ist die Krankenschwester. Was ist denn los hier? Einfach weg. Oh, ich glaube, sie erwischt mich gleich. Bitte geh weg. Ich glaube, sie ist weggegangen. Ja, sie ist weggegangen. Hau ab, das ist meine. Ist noch jemand? Eine blöde Taschenlampe. Oh nein, die hat Ruin. Die hat Ruin. Ding, ding. Ruin und die hat einen Kürbiskopf. Todeskombo. Aufpassen. Ich rette dich, falls niemand vor mir da ist. Warte. Den kann man nicht mal hochheilen, weil der diesen sinnlosen Perk hat. Gemacht. Oh, sie nimmt ihn tatsächlich. Oh, guck mal, hier ist noch eine. Hier ist der Keller. Oh, die ist ja. Oh, die ist ja voll nah. Oh, bitte lass ihn nicht in die Schränke gucken. Ah, sie guckt in die Schränke. Oh nein, sie hat mich gesehen. Scheiße. Es ist echt nicht schön mit den Lecks, ne? Es ist echt nicht schön. Ja, die war so langsam oben. Ich dachte, die ist schon hinter mir. Mir. Häng den anderen zuerst auf. Oh, sie geht tatsächlich weg von mir. Hallo. Hallo. Dankeschön. Dankeschön.
Der mit seinem fetten Arsch. Kommen wir nie vorbei. Die hat so einen schlechten Ping. Dass ich erstmal ewig nicht anfange, diesen Generator zu operieren. Oh, der hat sich sterben lassen. Nichts Krasses mitgenommen. Mein schöner Generator. Ich wusste gar nicht, dass man sich... Also, ich schaffe das auch regelmäßig, mich mit der Krankenschwester irgendwo hoch zu porten, aber bei mir ist das keine Absicht. Schön. Nimm ihn zuerst. Macht's. Ist aber nett. Den kann man der super schwer ausweichen, wenn das so leckt. Hallo. Ja, echt mal, mach mal mit hier. Jetzt bin ich's wohl, oder was? Na toll. Dieses blöde Tote. Wo ist er? Diese nicht. Da ist er. Ich hoffe, er kann sich selber heilen. Okay, sie geht weg. Ich müsste mal dieses blöde Totem finden. Aber das wird ja wieder... Das wird ja wahrscheinlich wieder sonst wo sein.
blöde Totem. Vielleicht steht sie irgendwo in der Mitte, aber ich glaube, es ist eher außen. Ist denn das scheiß Totem? Das schöne Totem. Oh oh. Da ist er, ich hab's gesehen. Ist blind. Zum Glück für mich. Hierher, kleines Totem. Komm zu mir. Oh, da hat sie wieder jemanden. Oh, hoffentlich ist der andere in der Nähe, weil ich bin nämlich ganz schön weit weg. Sucht da unten rum. Die hat bestimmt A Nurse's Calling dran. Hat sie. Wen erwischt's wieder? Hallo? Blöde alte Kuh mit dem schlechten Ping. Ich hätte noch warten müssen. Ich hätte einfach mal noch warten müssen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die mich gehauen hat. Das war eine schlechte Idee. Gott sei Dank habe ich nichts mitgenommen.
Ah ja, da ist es, the nurse is calling. Da sieht sie nämlich, wenn jemand geheilt wird. Pustekuchen. Ja, für den hat sich das doch gar nicht gelohnt, diese Partyschlangen zu werfen. Darauf schreibt sie gar nichts zurück. Na gut, nicht. So! Für uns waren diese Luftschlangen natürlich jetzt nicht so schlimm, aber so schlecht, wollte ich sagen. Aber naja. Gut. Dann soll es das für diese Folge erstmal wieder gewesen sein. Ja, das erste Spiel war jetzt natürlich nicht so glorreich, aber solche Spiele sind, die gehören halt dazu. Ich hatte schon schlimmere. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Oder an welcher Tageszeit auch immer ihr das anguckt, dieses Video. Und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.